Hallo. Oh Hi. mein Gott, oh mein Gott. Was war das denn? Ja, okay. Wir begrüßen heute in dieser Show einen sehr geliebten Kollegen. Ich nenne ihn jetzt mal Penisschlucker 1 auf Facebook und auf Thumbnail. Was ist seine Thumbnail? Ich habe keine Ahnung, egal. Hier ist Johnny Depp. Oder auch nicht, der kommt dann gleich, ne? Und ich rede hier. Warum auch immer. Jetzt kann mal jemand kommen, mir ist langweilig. Okay, ich bin unlustig. Ich will Ja, jo, das ist der Typ, den wir heute bei uns haben. Ich schmier mich gern mit Erde und Sperma ein. Ja, kein Wunder, Du ne? auch, dann komm zu mir. Hier ist der Typ, den ich Kekse bewundere. Also, hier ist Johnny Depp, ne? Hi, Leute. Johnny Depp. Ich warte. Hallo, ich bin der Klaus. Ja, schön für dich, Klaus. Okay, jetzt wieder zum Wetterbericht. Morgen wird sonnig mit Aussicht auf. Fleischbällchen und Keksen. Und Leute, jetzt mal ganz konzentriert bleiben. Ich rede hier nur Schwachsinn. Und deshalb müsst ihr konzentriert bleiben. Hier ist Johnny. Hi, hi. Ich bin Johnny. Hi. Peace, Hitler. Ja, Hitler. Guten Hallo. Tag. Ich habe mir gerade in die Hand gerutscht. Ja, hi, Hitler. Ja, Johnny. Ja, hi. Ja. Kann ich mich hocken? Hinhocken? Ja, da habe ich Ja, Fuß okay. gesehen. Ja, oh, bin Ja, ich sehr witzig. lustig. Ja, guck Toll. mal, ich habe Ich bin Mikrofon. Schlagzeuger. Ich habe eine Ja. sehr besondere Frage an Sie. Ja, ich weiß. Ich finde das auch sehr interessant, dieses Thema. Ja, ich stehe da dazu. Ich weiß, ich sollte lieber mit Feuerwehrauto spielen, aber ja, ich Ja, mag was Tiere. halten Sie von Fragen? Also jetzt so ganz im Prinzip. Was Ja. halten Sie von bescheuerten Fragen von Interviewstellern? Ja, das war schon so eine bescheuerte Frage, ey. Nee, ich mag Fragen. Ich Ja, liebe. wirklich? Dann kann ich Sie ja was fragen, wenn Sie unbedingt Ja, wollen. ja. Also, mein Kopf ist groß. Wie Ja. groß ist Ihrer? Ich schätze mal, 3 Meter Durchmesser würde schon haben, oder? Oder bin ich da ein bisschen falsch? Ich weiß nicht. Ja, okay. Er dürfte 2 Meter sein. Ich habe gerade nachgefühlt. Ja, oder? Oder Brusthöhe. Brust. Ja. Brusthöhe. 1,40. Okay. Ja. Ja, wie groß haben Sie denn Ihren Anzug gekauft? Ich weiß nicht. Größe 160 oder irgendwie sowas. Aber ich meine, was hat das mit der Show zu tun hier? Das ist so viel Brusthöhe, habe ich gesagt, verstehst Ja, du? ja. Ja, Klaus ist ja hässlich. Ich habe gesagt, Na, ja. glaube ich, ne? Also, was haben Sie eigentlich für homophobe Neigungen? So, haben Sie sowas? Ich weiß nicht. Ja, was stellst du für Fragen? Ich will nicht, nee, nicht. Ja, okay, mein Putz geht ja schon wieder zugeschlagen, das ist dann doch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ich wollte eigentlich schon gehen, aber nein. Ich bleib doch lieber noch hier ein bisschen. Kann mal jemand das Scheibenvorkissen entfernen, bitte? Der Herr will sitzen. Ja. Ja, ich habe eine Sekretärin, weißt du? Soweit halt schon nicht, ne? Haha, Sekretärin ist klar. Und wie viel kostet sie die Nacht, ja? Ja, 500. Oh mein Gott. Was macht der denn für Geschäfte, ey? Ja, Ist ich die weiß, vom das ist eine. Bordstein gefallen Ja, oder ist was? eine Billignutte. Ich weiß halt die Fresse. Ja, okay. Also, jetzt mal zurück Ja. zu der Show. Ja. Also. Ich bin Pirat. Wussten ihr das? Brusthöhe. Als Pirat bin ich natürlich auch sehr rechtsextrem. Habe auch die Das Tattoos weiß hier auf ich. meiner Hand. Ja, ich finde das nicht in Ordnung, dass Leute, andere Rassen einfach so ausgrenzen. Ich finde das nicht in Ordnung. Deshalb bin ich
rechtsextrem geworden. Ja, ist ja witzig. Ja, ja, ich weiß. Wie geht's? Was ist eigentlich dieser neue Film Lone Ranger? Ich glaube, ich spiele so einen Typen und der ist halt da so da und dann muss ich da so ein paar Sätze sagen. Ach so, das wusste ich ja noch gar nicht. Also. Ja. Hallo, ich trinke gerne Kaffee. Ja, das ist schön. Ich liebe Kaffee. Da habe ich ja voll reingewichst, deswegen schmeckt er so gut. Gut. Ja. Ja, also Long Ranger ist ein. Man könnte ihn auch Long Dick nennen, aber. Ja, war jetzt gut, ne? Er hat einen langen Schwanz. Hallo, ja, genau. Ja. Long Dick wollte ich jetzt nicht. Das wäre doch ein bisschen komisch geworden. Und ich bin natürlich kein Nazi oder sowas. Das ist ziemlich assi. Ich bin. Eigentlich, ja, also ich dachte eigentlich, in Lone Ranger geht es darum, check. Einfach mal zwischendurch. Ich bin eigentlich Jude. Ja, ist schön. Warum deshalb haben auch wir diese runde Brille. Ja, warum haben ja. wir uns... Ja, warum ja. Haben wir uns jetzt gecheckt? Meine Rolex hat auch einen Judenstern. Ja, gut. Also, mein Arsch ist so groß, da kann man sogar Kartoffeln reinstecken. So richtig große... Oh Gott, ich muss mir nicht immer Bio-Kartoffeln. Wieso stelle ich mir das bildlich vor? Ja, das ist toll. Ja, Bio-Kartoffeln sind größer als normale Kartoffeln. Ja, ja, toll. Oh Gott, was ist das denn für ein Freak? Ich kratze mich am Ohr. Ja, da kann man geradeaus fahren in Long Ranger. Kannst du die auf den Zug stellen und fährst einfach auf dem Dach vom Zug einfach geradeaus. Verstehst du? So voll geradeaus, auf eine gerade Fläche. Das ist voll spannend. Ich meine, nur geradeaus, auf eine Fläche. Eigentlich total langweilig. Ja, Dreh war anstrengend. Immer in der Hitze. Ja, ja, gab viele Bio-Kartoffeln dort. Ich hätte ja eine mitbringen können. Ich wollte nicht. Ist so langweilig. Ja. Ich glaube, ich sollte es gehen. Ja. Nee, bleib mich noch ein bisschen. Ja! Was haben Sie eigentlich mit Ihrer Frisur gemacht? Die sieht ja total beschissen aus. Also ich finde das stylisch. Ich mache jetzt so auf Iron Man, verstehst du? Der hat ohne Helm ja auch so eine Frisur, ne? Das ist voll cool. Ich meine, ich kann jetzt sagen, hey, mein Name ist Depp. Johnny Depp. Oder ich bin Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Oder ich bin mit den Scherenhänden. Edward mit den Scherenhänden natürlich. Das ist doch total cool, oder? Das kann ich mir ja, sexy. So. Wie kommen Sie mit so einer Brille zurecht? Ist es echt anstrengend, so? Das ist meine Sehbrille. Ich kann ohne die nicht sehen. Ich sehe da nichts. Keine 2 Meter. Nein. Ist scheiße. Ich weiß. Nice. Aber die Brille ist cool. Das. Sie mussten Jack Sparrow blind spielen. Ja, ist ja witzig. Ja. Nein, ich hab diese Sehbehinderung erst. Sie können auch so eine Brille gewinnen. Komm schon, Leute. Nein, ich verlos die nicht. Nein, vergiss es. Oh, schade. Ja, auf, ja, wieder, auf Wiedersehen. Ich hab gar nicht von dem Kaffee gekostet. Und jetzt sind wir wieder hier. Ich hab einen Zauberstab. Und 2 Stifte. Also, ich mag Stifte. Und dieses Mikrofon ist blau. Ganz eindeutig blau, ne? Ich esse gerne Schweinebacken. Ja. Und Hände. Das glaube ich Ihnen. Ja. Also, wir haben einen heutigen Gast, der ist noch gar nicht aufgefallen. Und zwar ist es dieser Kaffee hier. Also dieser blaue Kaffee da. Mhm. Und da habe ich vorhin reingewichst. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Der schmeckt so geil. Ja, ich probiere mal. Hat ein geiles Aroma, ne? Ja, okay, da habe ich so richtig reingeschnippelt. Ach, das schmeckt gut. Weißt du, kommt sogar aus meinem Kopf, weißt du? Das tut durch. So hier in Gehirnzellen und so. Boah, der war Geschmacksexplosion, ey. Das war Hammerkaffee. Mhm. Also ich meine, schmeckt wie ein tote Katze, aber ist echt gut. Ja, ich weiß. Ja. Ich mag tote Katzen, ne? Was halten dagegen? Halten Sie die Fresse. Ich mag Kugelfische. Und ein Klarinetten. Ja. Penis, den sie da unten haben. Oh, 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 nein. Der ist dank ihrem Kaffee gerade ziemlich geschrumpft. Naja. Ich will hier einfach mal wieder ein bisschen trainieren müssen, dann wird er wieder groß. Gewicht heben mit ihm und so. Ja, das möchte ich aber mal sehen. Kann ich da mal mitmachen? Also so mittwochs haben Sie da Zeit? Ja, klar. Kommen Sie ruhig. Ja, mittwochs, da ich bin immer ich im keine Zeit. Also warum fragen Sie mich das überhaupt? Ich bin in der Turnhalle und hebe immer 100 Kilo Gewichte so.
Ja, stimmt, für Sie, da bin ich aber nicht da. Tja, nicht mein Problem. Wie wär's denn mit Oh, Mittwoch? wow, 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 nein, Mittwoch ist ein ganz schlechter Tag bei mir. Ja, Nein. toll, da habe ich Zeit. Ja, ich trinke einfach nochmal einen Kaffee. Ja, nein, doch nicht, lieber nicht. Oder? Ist lecker, oder? Ne? Ja, ich trinke einen Kaffee. Mögen Sie solche Kaffeesorten wie zum Beispiel Arabica-Eier oder ja. Pebel? Ja, das schmeckt sehr gut. Lassen Sie mich ausreden, verdammte Scheiße, nochmal. Ich lass dich nicht ausreden. Ich rede, Mann, ich bin Captain Jack Sparrow. Verstehst du somit? Ich pump mir mal. Ja, ja, ich Kaffee weiß rein. Was, ich bin David Letterman. Ja, schlechter Witz des Tages. Teil hey, ich habe noch nicht einmal Witz gerissen, aber gut. Doch. Sie sind nicht David Letterman. Ich kenne ihn. Das ist mein Vater. Verstehst du? Du bist nicht mein Vater. Ja, dann bin ich halt Inzuchtvater und so. Ja, gut, Leute, warum komme ich immer auf Inzucht zurück? Am Ende der Show. Ja, es ist auf jeden Fall immer sehr seltsam, ne? Also, ja. Haben Sie eigentlich Eier? Also so Frühstückseier meine ich jetzt. Natürlich Frühstückseier. Wie kommen die auf andere Eier? Was haben Sie für schmutzige Gedanken? Und diese Eier, die sind ja immer von Biotorten gemacht. Ja, ich finde das ziemlich heftig für die Biototen-Torten. Wenn die zusammen aufstehen müssen, das ist voll heftig für die. Ich meine, die müssen da aufstehen und Eier machen. Das ist echt nicht schön. Ich will das nicht unterstützen. Ich esse keine Frühstückseier. Nein, ich finde das echt assi. Richtig behindert. Und diese Jockel, die dann mit dem Wecker aufwecken, die alle aufstehen müssen. Dann müssen die einmal rund durchgepoppt werden. Und ja, ich werde aber gerne durchgepoppt. Ja, du vielleicht, aber die Hühner vielleicht nicht. Denk halt mal an Hühner. Das sind auch Menschen. Ich meine, nur halt in einer anderen Form. Ach, ich habe immer noch diesen Brösel. Aber Hühner, ich finde das nicht in Ordnung, dass Leute Hühner so quälen. Verstehst du? Ich meine, die essen da ihre Kinder quasi. Ja? Das ist nicht schön. Nein, ich würde am liebsten das Ganze umdrehen, dass die Hühner die Menschen essen oder ihre Kinder. Ja? Dann wäre ich endlich mal meine beiden Söhne los. Ja, wäre schön. Ja, wäre schön. Können Sie mal aufhören, so viel zu quatschen und mich mal reden lassen? Ich meine, ich bin hier der Hauptteil dieser Show. Nie meine Gäste. Gäste sind scheiße. Ja, ich darf aber reden, wann ich will. Wenn sie mir Fragen stellen, antworte ich nur, verstehst du? Und ich antworte lange Sätze. Lange? Ja. Sehr, sehr, sehr lange Sätze. Ja. Und, Cola. Ja, Kartoffeln. Nein, Kartoffeln auch nicht. Kein Hühner ja, eher, doch, Kartoffeln. Doch. Nein, das unterstütze ich auch nicht. Das ist mir völlig zuwider. Oh, hab ich gerade gerülpst. Habt ihr zwar nicht gehört, aber es war ein echter. Übrigens, ich bin Harry Potter. Schon mal auf meiner Hand. Cool, ne? Die richtige Frisur habe ich ja schon. Ich bin Harry Potter, Johnny Depp und lauter sich cool Typ, verstehst du? Ich bin angesagt als Brad Pitt. Ja? Ich so. Schau meine Lippen. Lies meine Lippen, du hässliches, fettes Schmiergesicht. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie sich beleidigt haben, meine Lippen? Hä? Ja, hardcore. Oh, die sind Harry Potter? Ja. Die sind der neue ja, Harry Potter? Bin ich. Wussten die, dass Ben Affleck der neue Batman ist? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen mit seinem schmalen Gesicht und diesem kleinen Penis dann. Ja, ich bin auch der neue Spider-Man. Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eine Karriere bei Disney zu beginnen? Und zum Beispiel ein Pirat zu spielen? Ich oder bin sowas? Ja Jude, also deshalb ist das, glaube ich, ja nicht so praktisch. Haben Sie ja Family Guy gesehen, ja. Ja, aber, naja, ich als Jude hab's schwer bei Disney anzufangen. Ich wollte schon oft, ich habe mich beworben. Zum Beispiel als Piraten-Captain, aber dann hat mich doch Rockstar Games genommen. Als Auto. Ich weiß auch nicht, was ich da machen muss. Ich bin da einmal aufgetaucht. Als Auto, okay. Ich war ja bei Rockstar Games, war ich so eine Nutte am Straßenrand. Ich habe mich dreimal richtig durchheftig durchnudeln lassen. Ja, ich meine, ich habe nichts gemacht. Ich bin einmal in den Dreh gekommen, habe gesagt, ja, ich mag Kaffee, bin mir gegangen. Und dann war ich ein Auto. Ja, ja, das ist mir auch passiert. Ja, ja, ja. Ja, ja, das war echt nicht schön. Ja, Rockstar. Ja, ne. Ja. Das ist genau wie ein Energy Drink. Rockstar ist auch nicht so mein Ding. Ich glaube, ich sollte langsam mal wieder ein bisschen Kaffee trinken. Ja, Kaffee war gut, ne? Ja, ich mag Kaffee. Und ja. Rockstar Energy Drink ist scheiße. Und mein Nachdenken, über was können wir noch reden? Irgendwie fände ich ganz hier ziemlich unlustig. Ja. Ich trinke einfach noch einen Schluck Kaffee und dann. Ja, trink mich mal.
Ja. Ich habe gesagt, trinken wir sie. Ich hypnotisiere sie jetzt so lange den Kaffee, bis der in deinen Mund reinfliegt. Mach ich, ne? Ja. Mach ich jetzt. Okay. Keine andere Bedingung gibt dafür. Nein, halten Sie die Fresse. Ich trinke jetzt. Gleich will ich ihn trinken. Passen Sie nur auf. Ein Schluck. Ja, aber dann ist das Video gleich zu Ende.